Icon, internationale Zeitschrift für Fotografie und Medienkunst. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sendung Kunst macht, heute aus dem wunderbaren Atelier von Rudolf Polanski. Rudolf Polanski hat ein vielschichtiges Oeuvre geschaffen, seit Mitte der 70er Jahre, von konzeptuellen Film-, Video- und Fotoarbeiten über Zeichnung und Malerei bis zu skulpturalen Objekten und Assemblagen. Ja, Rudolf Polanski, danke, dass Sie Zeit haben für unser Gespräch. Und meine erste Frage gleich ist, Sie sind heute bei einer der wichtigsten, vielleicht der wichtigsten Galerie der Welt, nämlich bei Gagosian. Wie hat das Ihr Leben und Ihr Arbeiten verändert? Eine interessante Frage, aber auch für mich, weil es hat überhaupt nichts verändert. Wir haben einen wahnsinnig guten Deal gehabt. Ja. Der Gagosian kam völlig überraschend für mich zu einer Ausstellung bei den Rubels in Miami. Mhm. Da war dann schon geduschelt und Gagosian ist da. Ich dachte, aha, sehr interessant. Ich kannte den von früher, von einmaligen Szenen und so weiter. Ja. Dann kommt der Herr, die Leute stehen herum und er sagt, oh, Rudolf, so pleased to see you. Dann, wir reden so ein bisschen und dann sagt er, let's make a contract. Er sagt, I like handshake contracts. Er sagt, send to me. Und sagt, you make the art and I sell it. Das war's. Ist das so einfach ist das. Ja. Das war wunderbare Arbeitsteilung und das ist ja etwas, was er kann. Ja, der kann das verkaufen. Sehr gut, glaube ich. Ja? Ja. Aber halt natürlich, man muss immer da am Ball bleiben. Das ist halt ein Problem. Klar, Sie müssen produzieren. Ja, abgesehen davon, aber wir haben eine furchtbare Zeit gehabt, diese Covid-Welt. Ja. Nicht? Ja. Die hat, wir haben eine Ausstellung gehabt in New York. Die Ausstellung war 4 Tage offen. Mhm. War aber Gott sei Dank fast ausverkauft. Ja. Weil der Gagosian kann das eben, wie Sie sagen. Und dann war das Ganze aus. Wir haben da gar nicht gewusst, kommen wir überhaupt weg dort noch. Nicht? Da war die Hysterie sehr groß. Und dann habe ich schon die anderen gehabt, okay, wir hauen ab über Mexiko. Irgendwie so. Und das war aber nicht notwendig. Die Flüge gingen und wir sind dann zurück. Und das war dann halt eine ziemlich lange Zeit Fahrt. Nicht? Mhm. Dann hat einer dieser Direktoren, die mit mir zu tun hatten, von Gagosian gesagt, wir machen eine Ausstellung, wenn du willst, in Basel. Zur Kunstmesse, wie gesagt, das ist doch sehr nett, ja, mache ich gern. Ja. Was war? Lockdown, Kunstmesse abgesagt, Ausstellung geschlossen. Gut, die nächste Ausstellung, wir machen jetzt eine in Paris. Mhm. Wir waren in Paris, schöne Ausstellung, wunderbar, jeder ist begeistert. Das ist eine Riesengalerie mit 3 Stockwerken, also irgendwie sehr, sehr besonders. Ja. Die Frage ist aber, ob sozusagen diese neue Galerie, diese Weltgalerie, wenn ich so sagen darf, bedeutet ja auch, mehr an Ressourcen. Daher die Frage, können Sie jetzt auch Dinge realisieren, die Sie vielleicht vorher nicht machen konnten? Oder spielt das gar nicht diese Rolle? Das spielt überhaupt keine Rolle. Nein. Es gibt, ich meine, wie soll ich das sagen? Natürlich ist die ganze, das ganze Herkommen meiner Kunst sehr eng verbunden mit dem, was ich immer beobachte im Alltag und so weiter. Ich unterscheide das nicht sehr. Ich habe mich für die Kunst entschieden, soll ich das jetzt sagen oder später vielleicht gibt es, aber ich sage es jetzt. Sagen Sie es jetzt, ja. Ich war ein ganz junger Bursche, 16 Jahre. Genau, Jahren. Das wollte ich Sie auch nicht fragen. Ja. Nein, wie kommen Sie zur Kunst? Sehr geschickt. Ja. Nein, aber es hat damit zu tun. Ja. Nicht? Okay. Und ich war, das war damals in Vorarlberg, in Feldkirch, der Bahnhof und hinter dem Bahnhof war ein Friedhof. Wir mussten da warten, kalt war es, ich musste nach Bregenz fahren. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt noch einmal, diese Züge kommen und gehen. Man kann, Mensch, weiß, wer drin ist, da hinten liegen die Leichen und so weiter. Eine ziemlich infantile Vorstellung eines Weltgefüges, das verschiedene Ebenen von Leben und Tod hätte. Aber es hat mich beschäftigt. Ja. Nicht? Und ich dachte mir dann, dieses ganze Reden, ich habe damals Descartes gelesen, nicht? Das hat mir aus irgendeinem Zufallsgrund halt sehr gut gefallen. Und das hat aber alles, ist alles mit Zwecken verbunden. Jede Philosophie, die ich kenne, ich habe das auch ein bisschen studiert, ich kenne mich da ein bisschen aus, ist ohne Zweck nicht machbar, weil das ist sozusagen das Muster, nach dem das alles läuft. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gibt es denn überhaupt nichts in der Welt, was ohne diesen Zwecken und den quasi Sinn funktioniert? Dann habe ich gedacht, nachdenken darauf, das wäre unter Umständen das, was man Kunst nennt. Weil da gibt es per se nicht richtig, nicht falsch, da gibt es keine Wahrheit, nichts. Sondern das ist ja eigentlich letztlich irgendwas fast
nicht irdisches, nicht? Mhm. Weil ich mit Griechischen sehr beschäftigt, griechische Philosophie und was weiß ich was. Da war das ja immer so, dass im Griechenland gab es immer Vermittler zwischen den Menschen und zwischen der höheren Welt. Das waren, was alle kennen, die Musen, ja, aber auch die Götter, die sogenannten Selbst. Die haben jemand dann geführt über diesen Rand des Erkennens, das für Menschen bestimmt war. Und der nur konnte ein Künstler sein, oder die, um das jetzt so zu sagen. Und das hat mich fasziniert, nicht deswegen, weil ich mir eingebildet habe, ich schaue da über einen Tellerrand hinweg, mhm, sondern einfach von der Idee der Freiheit. Mhm. Weil dieses System, diese Struktur war frei von richtig und falsch, von passend, unpassend, irgendwas, irgendwas Sozialen. Es war nicht impliziert. Und man dachte, das ist eigentlich das beste Theorem überhaupt. Ich muss das einmal probieren. Ich war ja kein Künstler sozusagen vom ersten Augenblick an. Obwohl ich natürlich gewisse Neigungen da gehabt habe und Begabungen, das mag schon sein, aber das ist nicht wirklich so. Und ich habe das einfach aus dieser Vorstellung dann extrapoliert. Das finde ich interessant, weil Sie sozusagen diesen Begriff Freiheit jetzt einführen, glaube ich, ein ganz wesentliches Element auch Ihrer Arbeit. Gleichzeitig haben Sie sich aber doch immer wieder auch so Regeln auferlegt, so Systeme. Das ist die Symmetrie. Ich bin später draufgekommen mit meinen mathematischen schwachen Erkenntnissen, dass alle Strukturen sozusagen aus einer zwei Ebenen bestehen, wie bei jeder Symmetrie. Die eine Teil der Symmetrie löst die andere quasi auf, nicht? Und das hat verschiedene Qualitäten natürlich, das kann ich jetzt da nicht so sagen. Nur das war mir auch ganz klar, dass ich ohne einer Regel nicht die Nicht-Regel darstellen kann oder mir näher bringen kann. Ich muss das sozusagen in einer symmetriehaften Art und Weise spielen. Mhm. Deswegen waren diese Dinge, die ich früher gemacht habe, wie zum Beispiel all diese Zeichnungen, Sprungfederzeichnungen, diese ganzen Dinge, wo der Zufall anscheinend so eine Rolle spielt. Das wollte ich gerade sagen, der Zufall als Element auch von Freiheit. Das ist ein Element von Freiheit, nicht? Die ja später dann in der Quantenphysik so großartig definiert wurde, an die ich aber nicht glaube übrigens, nur ist es. Aber jetzt zu Ihren ganz frühen Arbeiten, da gibt es den Film zu einer Semiologie der Sinne und dann gibt es diese Schweinsfettzeichnungen und es gibt diese Sprungfederzeichnungen. Da ist das Element dieses Zufalls ja schon immanent, nicht? Also bewusst gewählt. Mir war ganz klar, dass alles, was mir gefällt und was anderen gefällt, wo man eine Folge von Adaptionen ist, von einer Art Anpassung. Mhm. Wie käme ich sonst dazu, irgendwas dem anderen zu bevorzugen und so weiter? Und diese Sprungfedernzeichnungen. Das vielleicht, dass Sie sagen, wie Sie das gemacht haben. Das ist ja interessant. Das war hochinteressant. Da sind Sie ja kupft. Vielleicht ist das nicht gewesen. Nein. Ich muss irgendeine Sprungfeder finden, da setze ich mich drauf und hupfe herum, damit ich das, was ich will, vermeide. Ja. Ich will da rechts diesen Farb, aber ich fahre ja vorbei. Das ist ja dort links und so weiter. Am Ende schaut es sehr ähnlich aus wie etwas, was man gewollt hätte, klarerweise, weil die ganzen Strukturelemente sehr ähnlich sind. Mhm. Es ist nur nicht die Absicht da. Mhm. Das heißt, unsere Mittel sind sehr im Verhältnis zu dem, was man, wie soll ich das sagen, was man eben strukturiert. Mhm. Ja, wenn dieselbe Strukturierung da ist, nur anders angewandt, dann sieht es dann sehr ähnlich aus, wenn man ja sich in der Interpretation nicht aus der angenommenen Absicht retten kann. Mhm. Es schaut dann so aus, als hätte man es eh absichtlich gemacht. Nicht? Ist es so, wenn man jetzt die Arbeiten in den 70er, also späten 70er Jahren, 80er Jahren ansieht und wenn man ihre heutigen Arbeiten sich ansieht, wo würden Sie sagen, ist da eine Kontinuität und wo gibt es wirkliche Brüche? Wo haben Sie wirklich was anderes gemacht? Es ist genau, wenn ich jetzt, was ich vorher gesagt habe, jetzt in das Neue, wie ich es so mache, halt transportiere, dann gibt es bei mir, das sind andere Begriffe, wenn man will, aber es ist ja was Ähnliches. Was mich interessiert ist, wo verwandelt sie was, wo verändert sie was? Mhm. Wo ist der Unterschied zwischen dem, wo ich jetzt von da hinkomme und so weiter? Mhm. Das gibt es in der Chemie, heißt es der Phasenraum oder was Ähnliches. Ja. Das ist aber wie die Blackbox, das ist was Unbekanntes, da weiß man nicht, was passiert da. Und das interessiert mich wahnsinnig,
Weil die Kunst eben genau dieses Element ist, das lebt aus dem Unsichtbaren. Nicht aus dem, was es darstellt, sondern aus dem, weil das ist meiner Meinung nach eine Kunst, die nicht sehr brauchbar für mich wäre, die ja nur interpretiert irgendwas. Oder Sie haben ja auch, weil Sie das jetzt mit dem Unsichtbaren auch sagen, Sie haben ja auch im Dunkeln gearbeitet. Ja, ja, das war. Also das heißt, normalerweise der Maler sucht das Licht, nicht? Das Licht ist entscheidend. Richtig, ja. Sie sind in die Dunkelheit gegangen. Was war da die Absicht dieser Arbeit im Dunkeln? Es ist auch die Verwandtschaft natürlich vom Dunkeln mit den Hellen. Das ist wieder eine Symmetriefrage. Aber das war das, dass ich immer, ich war jung damals, da war sehr viel stärker der Wunsch, unangepasst zu sein, nicht dem zu folgen, was mir irgendwas vorschreibt. Und die Dunkelheit hat verhindert, dass ich sehe, womit ich es zu tun habe. Das heißt, da war die Gefahr immer sehr groß, dass mein Nichtbewusstes mich so weit lenkt, dass ich sage, mach das rechts oben grün oder sowas ähnliches, weil das schaut besser aus, so auf die Art. Und das konnte ich durch das Verfinstern einfach irgendwie ausweichen. Das war halt da nicht dort. Nicht? Und das hat mir gefallen aus diesem Grund der Methodik. Das ist ja auch wie bei den Dingen, die da hinten sind. Die Ekliptik. Die Ekliptik ist ja auch ein Übergang vom Dunklen zum Hellen. Das ist heute verwendet bei Vampirfilmen, nicht? Der Begriff. Aber wenn man jetzt durchs Studio geht, und wir werden das auch dann einblenden, sieht man schon auch, wenn ich so sagen will, klassische Tafelbilder. Ja, ja natürlich. Ist das und das ist was verbindet diese Arbeiten noch mit den frühen, was ich ja sehr stark auch mit Film gearbeitet haben, ja, natürlich. Mit Fotografie, ja. Und was trennt sie? Gute Frage. Die frühen Sachen, die auch mit Foto, eben immer eine Kamera gehabt, die mitlaufen lassen. Ja. Beim Arbeiten. Es waren immer 3 Minuten nur. Das waren diese Cartridges. Du hast 3 Minuten Zeit gehabt. Ne? Dann musst du es immer wechseln. Dass bei diesem Film, wo ich das einige Mengen trinke, ist es ja sichtbar geworden, weil ich beim Auswechseln die Kamera verdreht habe. Ein bisschen. Das wollte ich eh ansprechen. Da haben Sie sich ja betrunken. Ja, mich sehr betrunken, ja? Ja, natürlich. Auch so ein Versuch, sozusagen das Bewusste auszuschalten, das Geplante auszuschalten, dem Zufall. Das war sicher eins, es war aber ganz einfach. Ich habe immer gesehen, wie die anderen betrunken waren und sich verändert haben. Auch die Physiologie, Physiognomie, Haare stehen zu Berge, verquollene Visagen und so weiter, nicht? Gelalle, alles Mögliche. Nicht? Wenn man dachte, möchte man das bei mir mal anschauen, das kann nicht so sein. Nicht? Das war ein Teil des Experiments, wenn man so will. Waren aber, Sie manchmal auch oder oft überrascht über das Ergebnis? Naja, meistens beschämt. Sie haben ja auch, was Materialien angeht, sehr experimentiert, also Plexiglas, Metall, Spiegelfolien, Kunstharz, Draht, Schaumstoff und so weiter. Und haben in diesem Zusammenhang auch einen Begriff, zumindest habe ich den gefunden, gewählt. Sie haben von einer Ad-Hoc-Synthese gesprochen. Naja, das ist kein schöner Begriff, aber es ist wichtig für mich. Ad-Hoc-Synthese heißt, ich gehe um mit dem, was da ist jetzt, sozusagen in einem gewissen Rahmen der Zeit, wo das Ganze passiert. Und dadurch wurde das improvisativ aus den Notwendigkeiten, dass das da ist. Ich habe natürlich die Dinge angesehen und gesagt, jetzt wäre es aber schön, hätte ich das und das, da hätte ich aber kaufen müssen, irgendwo das. Dann wäre es eine konstruktivistische Struktur geworden, die er nicht wollte. Ich wollte diese Konstruktion der Überprüfung von Qualitäten, die in dem ist, nicht, sondern ich wollte das im Gegenteil unterlaufen durch diese Ad-Hoc-Struktur. Haben Sie jemals sowas wie ein Manifest gemacht oder eine Arbeit, mir ist aufgefallen, es gibt so Projekte wie Modelle für transaggregate Strukturen und so weiter, ja, oder hyperbolische Räume, ja, also typische, glaube ich, oder wichtige Arbeiten. Manifestiert sich in diesen Arbeiten so etwas wie ein Programm oder ein Manifest? Es gibt diese Texte dazu. Ja, genau. Texte sind da meistens sozusagen der Schriftliche gewesen zu einem Video. Da sind wir dazu gelaufen. Mhm. Ich habe diese Sachen immer konstruiert für eine Art
Video, das man irgendwo ja. aufgeführt hat und dann auch die Arbeiten dazu gesehen ja. hat. Ja. Und die waren nicht sozusagen als Manifest gedacht, obwohl man könnte das schon so sagen, weil aber die waren nur Manifeste des Augenblicks, die sich ja dauernd, die in der dauernden Veränderung von allen liegen. Nicht? Da sind wir beim, glaube ich, auch ganz wichtigen Begriff, nämlich Veränderung. Veränderung, die aber auch der innewohnt, diese Idee oder die Überzeugung der Relativität. Nicht? Und da sind wir bei der Frage der Wahrheit. Schöne Frage, ja. Ja, wie sehen Sie Ihre Kunst in Bezug auf den Begriff Wahrheit? Ich kann das nur so sagen, wie ich es als junger Mensch erlebt habe. Ich habe früh begonnen, Dinge zu lesen, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Wie zum Beispiel alte griechische Texte, Parmenides zum Beispiel. Nicht? Der hat mich wahnsinnig beeindruckt, ja. das gebe ich zu, obwohl ich das so nicht verstanden habe, wie es heute vielleicht verstünde. Und da gibt es diese Reise in einen Traum übrigens, ja. Das ist ja so, wie wenn das in der heutigen Zeit von anderen Denkern konstruiert wurde. Da fährt er zu einer Göttin, Göttin Wahrheit, die weiß alles, nicht? Das war, glaube ich, die Dike oder so was Ähnliches. Ja. Und die fragt sie eben, was die Wahrheit ist. Was, und ich sage, das kann ich dir nicht sagen. Weil für Menschen ist die Wahrheit nicht gemacht. Alles, was ihr könnt, ist meinen. Ja? Das ist der Relativismus, ist klar. Gegen den ist ja der Papst, logischerweise, weil das leugnet ja die Wahrheit. Das Glaubens. Das nicht. Und, aber daher kommt das bei mir ja. auch nicht. Das sind frühe Prägungen einfach, die mich immer fasziniert haben und beschäftigt haben, weil man sie ja nicht wirklich lösen kann. Ich kann sie nicht lösen. Ich finde nur die Struktur von verschiedenen Darlegungen von etwas sehr viel interessanter, als ein Ergebnis zu liefern, was alles umfasst. Das wäre deprimierend. Sie haben auch eine Reihe von Arbeiten gemacht, die Reconstructions heißt. Ne? Genau, also, das war, glaube ich, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000. Und was ist Ihnen dabei gegangen? Weil das naja, klingt das ja als eigentlich Rekonstruktion, dann klingt ja fast schon so hoffnungsfroh. Man baut wieder was zusammen, es entsteht wieder also etwas. Man nimmt aus Materialien, das mache ich heute noch gewisserweise. Ja. Nicht? Auch auf diesen sogenannten Tafelbildern. Ich nenne das Fragmente. Ja. Ja. Die fasse ich zusammen mit Archäologen, mache irgendwas draus, was dann eine neue Struktur gibt, weil es den alte nicht gibt. Die sind ja willkürlich, nicht? Und das Reconstructions kommt bei der Ausstellung in Amerika. Dadurch hat das so Rekonstruktionen heißt ja ein bisschen was anders auch noch. Also im Deutschen. Nur ist es aber trotzdem so, dass das eine willkürliche, wie soll ich sagen, eben Rekonstruktion oder ich will nicht Konstruktion sagen, das heißt was anderes. Von etwas, was früher etwas anderes war, ganz einfach. Richtig, ja. Und das, was früher was anderes war, ist ja was Interessantes innerhalb dessen, was man jetzt glaubt, was es gewesen sein könnte, der jetzt ist. Das heißt, das macht es auch wieder ganz relativ. Sie haben auch Arbeiten gemacht, das sind Filme. Und ich habe die Titel interessant gefunden, beziehungsweise eigentlich sogar lustig, Der musikalische Affe. Und dann gibt es Gedächtnis und Musik, Der musikalische Affe 2. Dann gibt es Tiere, Hämatologie, Der musikalische Affe 3. Spielt Humor eine Rolle in Ihrer Arbeit? Ja, der Humor ist wichtig. Ja? Ich finde, dass der Humor ein beruhigender Aspekt ist. Der relativiert auch sehr viel. Also man darf auch lachen, natürlich, wenn man Ihre Arbeit sieht. Ja, ich weiß natürlich, dass das Lachen also ein Attraktor für Aufmerksamkeit ist, wenn man das so sehen würde. Nur schaut das uns kein Mensch an. Wenn es als ernste Struktur darstellt, ist das völlig uninteressant. Welche Rolle spielt Raum? Weil Sie haben auch so Begriffe wie Primräume, Negativräume geprägt, was Ihre Arbeit angeht. Wo ist dies? Und Sie machen ja auch Skulpturen. Ja. Wie wichtig ist Raum für Sie oder die Beschäftigung mit Raum? Naja, das ist natürlich bei mir sehr aus der Physik, was ist aus der Physik entlehnt. Ja. Und diese Raumvorstellungen sind ja da sehr multipel, nicht der Raum an sich. Den kann man jetzt als Illusion sehen oder nicht. Da gibt es so verschiedene Varianten. Ist die Zeit eher illusionistisch oder der Raum? Das mag sein. Es gibt auch beim Parmenides wiederum den Begriff des Nichts nicht. Er leugnet ja, dass der Begriff des Nichts, das Nichtseiende,
gibt's nicht, das existiert nicht. Das sagt ja auch nichts anderes. Ich kann zu wenig Griechisch, dass ich das wirklich so, das hängt sehr mit der Sprachbildung zusammen, glaube ich. Und das ist ja auch bei uns so, dass wir die nach dem Einsteinschen Vorstellungen der Verbindung von Raum und Zeit, ist das irgendein Konglomerat, der sozusagen abhängig ist von der Gravitation, nicht? Große Körper krümmen den Raum genauso wie die Zeit, die mit dem Raum eben verbunden ist. Und so wird die Zeit kürzer oder länger, je weniger stark oder weniger schwer hier ein Ding, das Masse hat, darauf einwirkt, nicht? Das ist aber alles hypothetisch, meiner Meinung nach. Also aber alles Themen, die für Ihre Arbeit wichtig sind. Das sind interessant. Mir gefällt das alles sehr. Ja. Dass ich das betrachte. Und das ist so der Hintergrund von dem, wie ich das bearbeite. Ich illustriere es nicht. Ich sage nicht, so ist es, schaut euch das an. Das ist ja völliger Unsinn, sondern im Gegenteil. Ich will es ja gar nicht zum Anschauen für andere. Ich mache das ja für mich, weil ich kann darum auf einer Ebene basteln, die eben auch falsch sein kann. Kunstsystem. Ja. Sie haben in einem Interview, das ich gelesen habe, schön gefunden habe, ich glaube, mit Hans-Ulrich Obrist, sagen Sie, this is my hope, always try to find new ways and unknown landscape. Also sozusagen meine Hoffnung ist, immer wieder was Neues zu machen, eine unbekannte Landschaft zu entdecken. Das klingt sehr poetisch. Sind Sie ein romantischer Mensch? Ja, sicher. Das Romantische ist doch eine der größten Reserven, die man noch hat. Sie haben Ihr erstes Studio zusammen mit dem Franz West gehabt. Stimmt das? Teilweise, ja. Ja. Was hat Sie mit ihm verbunden? Dass der Franz war eine, schwer zu sagen, weil ich kannte ihn nicht von sozusagen Anfang seiner ganzen Generis her. Wir haben uns kennengelernt, ich nehme an, das war irgendwie in den 80er Jahren. Und er hat damals bei seiner Mutter gearbeitet, irgendwie immer sehr bedrängt. Und ich habe diesen Kellerraum, Souterrain, gefunden gehabt. In der Schlüsselgasse. In der Schlüsselgasse, jetzt sind Sie in der Schlossgasse. Jetzt in der Schlossgasse, bin aufgestiegen. Vom Kleinen zum Großen. Es war alles sehr produktiv. Ja. Und der Franz hat da seine erste Karriere entwickelt. Ich war da nie interessiert an, ich wollte ja nie berühmt werden. Ganz im Gegenteil, wird das immer abgestoßen. Ja. Weil das ist ja auch wieder Anpassung. Das wollte ich einfach nicht machen. Und aber jetzt ist es soweit. Ja, aber das denkt Sie haben den tollsten Galeristen der Welt. Sie haben große, tolle Ausstellungen. Das ging aber nicht von mir aus. Ja, ja. Das stimmt wirklich. Also das auch Zufall. Zufall, ja, es hängt mit dem zusammen. Ja. Ja, das Doppelspalt-Experiment. Also Ihr Prinzip geht auf. Ja, Prinzip geht auf. Sie haben, glaube ich, auch einen guten Freund, mit dem Sie sich austauschen, den Ferdinand Schmatz. Ja, der alte Ferdinand Schmatz. Ja, wir sind sehr frühe Freunde geworden bei einer. Wir waren gemeinsam in einer Strafkompanie beim Bundesheer. Ach so. Wir hatten uns da quasi verhaftet. Ach, so lange kennen Sie sich? So lange, ja. Das war in den späten 70ern, nehme ich mal an. Oder im Mittel. Aber es ist, glaube ich, wie ein Sparringpartner, kann man das so sagen? Naja, ein geistiger Sparringpartner. Er hat das früher so gesehen, ich weniger. Ich weiß es immer von mir, weil ich bin kein Challenge-Mensch. Ich will nicht der Bessere sein, der Stürste ist völlig egal. Aber der Ferdinand war sehr ehrgeizig und wollte da irgendwie was darstellen. Wenn Sie an Ihre Ausstellung zurückdenken, gibt es eine Ausstellung, die Sie besonders glücklich machte? Interessant, wird man bei Ausstellungen glücklich. Oder die sich besonders freuten, oder die besonders das repräsentierten, was sie für sich als richtig. Es ist ja so, bei einer Ausstellung sieht man ja seine Arbeit so anders. Wie man das immer, das habe ich nicht so lang, das waren Löcher, wo ich gehaust habe. Das ist eine einfache. Naja, jetzt ist es ein pompöses, wunderbares Atelier. Das mache ich als Antithese zu. Ja, okay, zu früh. Aber. Es war ja komisch, ich wollte das nie machen. Der Reiter Rabe hat mir gesagt, mach bitte bei der Sezession eine Ausstellung. Ich mach das, weil er war dort dann später, glaube ich, der Vize oder was immer. Ja. Und die wollten das nicht, weil da war eine Abstimmung. Natürlich, die haben das nicht gesagt, das freut mich, wisst ihr was, sie sind aufs Heidel, können sie das runterlassen. Ich bin überhaupt nicht interessiert. Das hat die wahrscheinlich sehr animiert, manche, nicht? Ja.
Hätte das strategisch gemacht, wäre es gut gemacht gewesen, war aber gar nicht so. Und dann plötzlich sagt er, wir haben jetzt eine Mehrheit, du musst die Ausstellung machen. Dann haben wir gedacht, jetzt kann ich nicht so nah sagen, jetzt mache ich diese scheiß Ausstellung. Mir war das wirklich egal. Egal. Ja. Ich habe das so gemacht, habe die Objekte reingebracht. Objekte, da herrscht ein zack, 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 und der kommt und sagt, nein, wie machen wir das? Das steht schon. How they dropped it. Das war ganz simpel. Das fantastisch. Ja, woran arbeiten Sie zurzeit? Ich arbeite natürlich an Dingen, die man nicht sieht. Sozusagen an den Sphärenräumen. Also ich versuche was zu machen, was zwar dadurch zur Geltung kommt, aber nicht selbst dargestellt ist. Das ist sehr abstrakt, aber das ist eine Herausforderung. Das interessiert mich. Das geht ja nur mit Mitteln, die eben wahr und falsch nicht akzeptieren. Weil es ist natürlich alles, das ist ja ein sehr heikler Grad, dass man einen Blödsinn macht, wie man so sagt. Das ist natürlich ein Blödsinn, aber nicht wirklich. Mhm. Nicht in dem Sinn, dass es sozusagen nur völlig bedeutungslos ist und ein Scherz. Das ist, also mich beschäftigt das sehr. Ich habe über die Blödsinn so eine Strickenleiter gebaut die ganze Zeit, die mich hingeführt hat zu dem, was ich tue eben. Mhm.